Wir haben Donnerstag, den 1.12.2016. Es ist 2:01 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 282 Abonnenten und 41.000 Klicks, liebe Leute. Ja. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, muss ich euch sagen, ich spiele gerade Tipico Live-Wetten hier und da gibt es eine Mannschaft, die heißt einfach Colo Colo. Ja. Es ist unglaublich geil, einfach nur, ich muss das erwähnen, ja, Colo Colo. Das ist einfach der Wahnsinn, ja. Aber gut, ja. Jedenfalls, ja, liebe Leute. Jetzt wird's wieder ernst, ja. Wie ihr wisst, ja, habe ich euch ja schon mitgeteilt, es liegt eine Anzeige vor gegen Burner TV, ja, wegen Beleidigung und Belästigung der Allgemeinheit, ja. Ich habe zu dieser Anzeige eine Vorladung bekommen und musste mich Anfang der Woche in einem Polizeirevier einfinden, ja. Weil sie eine Stellungnahme haben wollten, eine Aussage von mir, bevor das Ganze jetzt an die Staatsanwaltschaft geht, ja. In dem ersten Video habe ich euch von der Anzeige erzählt, im zweiten Video habe ich euch erzählt, dass ich da gerade kurz vor der Vorladung bin, also kurz vor dem, bevor ich die Stellungnahme abgeben sollte, ja. Zu dem Zeitpunkt da wusste ich noch nicht, wer mich angezeigt hat, ja, und das habe ich jetzt erfahren, ja, das ist, eine kritische Angelegenheit, sage ich euch, ja. Ich erzähle euch erstmal, wie das dann war, nach dem letzten Video, ja. Dann bin ich in das besagte Polizeirevier gegangen, habe mich da quasi am Eingang angemeldet, dann musste ich Platz nehmen, kurz warten, ja, bis der für mich zuständige Sachbearbeiter, ja, von der Polizei mich abholen gekommen ist. Dann hat er mich abgeholt und hat mich freundlich in sein Büro gebeten, ja. Dann saßen wir in seinem Büro und ja, dann hat er mich darüber unterrichtet, dass gegen mich eine Anzeige vorliegt, wegen Beleidigung und wie gesagt, Belästigung der Allgemeinheit. Dann hat er gesagt, ich bin da an dem Tag, weil ich die Möglichkeit habe, vor Ort eine Aussage zu machen, ja. Ich kann die Aussage verweigern, ich kann sie schriftlich einreichen oder ich kann sie mit meinem Anwalt machen, ja. Ich habe gesagt, ey, ich bin schon mal da, also mache ich sie auch, ja, weil es kann mir ja in diesem Fall, ja, nicht immer, liebe Leute, selten eigentlich, aber in diesem Fall kann sie mir ja nur zugutekommen, ja, und ich wollte sie machen. Dann saßen wir da. Der Polizeibeamte war auch wirklich sehr nett, höflich, ja, wirklich, also korrekt auf jeden Fall, ja, kann man nicht sagen. Und war in Ordnung auf jeden Fall, kann ich euch sagen. Ja, es ist ja, also wenn jemand dir gegenüber mit Respekt begegnet, ja, dann ist mir das egal, ob das keine Ahnung, Wladimir Putin, Donald Trump ist, ja, ein Typ von, ein Mann von der Müllabfuhr, keine Ahnung, hier, der Junge von der Straße oder der Hund von meinem Nachbar, ja, ist mir egal, wenn man mir mit Respekt begegnet, dann ist alles cool, ja, also war in Ordnung, also wirklich gar kein, nichts Negatives, so kann man nichts sagen. Und ja, dann hat er mich ja gefragt, bevor wir deine Aussage aufnehmen, hätte ich hier ein paar Fragen, du musst sie nicht beantworten, ja, aber ich habe gesagt, ich beantworte sie, ja, weil ich bin hier, ich habe nichts zu verstecken, ich bin ein rechtschaffender Bürger und kein Problem, ja. Dann wurden halt ein paar Fragen gestellt, habe ich beantwortet so und dann wollten wir gerade die Aussage aufnehmen und dann habe ich aber darum gebeten, dass wenn ich die Aussage jetzt mache, dass ich sie bitte später auch ausgedruckt haben möchte für mich, um sie mit nach Hause zu nehmen, ja, damit ich dann sagen kann, gucken kann, was ich gesagt habe, damit ich weiß, damit ich was in der Hand habe, ja. Das war leider nicht möglich, ja, wie ich erfahren habe, das macht man so nicht, wurde mir gesagt. Das hat mir ein wenig zu denken gegeben und dann habe ich gesagt, es tut mir sehr leid für Ihre Umstände bis jetzt, aber dann möchte ich doch keine Aussage hier machen, ja, weil ich möchte es lieber in der Hand haben, was ich sage, ja, weil ich weiß nicht, ja, ich meine, klar, ich hätte dann irgendwas unterschreiben müssen, was ich gesagt habe, so, aber wenn ich da rausgehe und habe irgendwas gesagt und habe es nicht in der Hand, dann ich fühle mich da nicht so gut, ehrlich gesagt, liebe Leute, ja, und dann habe ich halt die Aussage an dem Tag verweigert und habe mein Recht wahrgenommen, die Aussage schriftlich einzureichen, ja,
Der nette Beamte hat mich gefragt, wie lange ich dafür bräuchte. Und hat mir alle Zeit der Welt gelassen, ehrlich gesagt. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass bis nächste Woche ich ihm die Aussage schriftlich übermitteln werde. Ja, das ist Stand der Dinge. Ach so, ihr wollt natürlich wissen, wer mich angezeigt hat, ja. Nachdem wir uns darauf geeinigt hat, haben, wer, das, ich ihm die Aussage nächste Woche zukommen lasse, habe ich nochmal nachgefragt, weil es bis dahin wusste ich nicht und hat man mir auch nicht gesagt, ja, wer mich denn überhaupt angezeigt hat, ja, und worum es überhaupt geht. Liebe Leute, ja. Also, in der Verlosung waren ja Darmstadt oder diese Zeitung aus Darmstadt? Nein, waren es nicht. Hat mich Boris Becker angezeigt? Nein, war er nicht. Hat nicht dieser verwirrte Mensch im Internet angezeigt, der mir mit Gewalt gedroht hat? Nein, hat er nicht. Die Anzeige wurde gemacht von der Polizei selbst. Liebe Leute, ja, es geht da anscheinend um ein besagtes Video, ja, das veröffentlicht wurde auf Berner TV, ja. Nachdem Bernhard nun beschuldigt wird, Beamte beleidigt zu haben und gleichzeitig die Allgemeinheit belästigt zu haben. Ja, ich möchte ehrlich gesagt nichts weiter dazu sagen, ja, in meinem eigenen Interesse. Ja, ihr wisst jetzt aber Bescheid auf jeden Fall. Und ich möchte auch auf keinen Fall bitte von euch irgendwelche negativen Kommentare lesen unter diesem Video gegenüber Beamten, ja. Denn das machen wir nicht bei Berner TV. Ja, weil ihr müsst, also Berner TV ist ja jetzt auch auf der Blacklist des Staates, ja. Also eigentlich kann ich mich ja freuen, weil ich dadurch ein paar Klicks mehr kriege, ja, wenn gewisse Leute jetzt gucken, was hier auf dem Kanal passiert und sowas, ja. In diesem Sinne, liebe Leute, also wie gesagt, ihr könnt gerne alle kommentieren und eure Meinung dazu äußern, aber bitte in einem humanen Ton, ja, also keine schlimmen Wörter, Ausdrücke, irgendwas, ja, eure objektive Meinung, aber auf einem guten Niveau, bitte, ja. Und ja, wie gesagt, es ist halt so, wie es ist. Es ist kritisch, ja. Und nichtsdestotrotz, ja, ich werde jetzt bis ich die Aussage abgeben muss, meine Aussage machen, schriftlich, und sie dann in das Revier schicken, ja. Und dann geht das weiter an die Staatsanwaltschaft. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das hier vonstatten geht weiterhin. Und ja. Es wird interessant, sage ich euch. In diesem Sinne, liebe Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, ja, was hier alles passiert, ja, bei YouTube, ja, passieren kann, ja, und aber nicht passieren sollte, ehrlich gesagt, ja. Deswegen, wir werden gucken, wie das hier weitergeht, ja. So ist das, liebe Leute. Also, wir haben den 1.12.2016. Es ist 2:10 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Berner TV hat 282 Abonnenten und 41.000 Klicks. Und ach ja, falls ihr jetzt fragt, was das für ein Video war oder so, ihr werdet es nicht mehr finden, das Video ist offline, ja. Und wird auch erstmal vorerst offline bleiben, ja. Ihr wisst, ihr versteht hoffentlich, dass ich dazu jetzt nicht mehr sagen kann. Und ja. Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung, ja, sofern ich noch in Freiheit bin die nächste Zeit, ja, ihr wisst, Free Bernard und so. Und ja, haut rein, ich wollte euch nur mal informieren, ja, das bin ich euch schuldig und ich halte euch auf dem Laufenden. Haut rein und Free Bernard.